Hallo und herzlich willkommen, liebe Strategiefreunde, hier zu einer weiteren Folge Let's Play Europa Universalis 4 mit Granada. Wir stellen unsere Truppen hier schon mal so auf, dass wenn Aragorn hier Frieden schließt, dass wir dann hier gleich alles belagern. Okay, es ist noch meine Belagerung, gut. Die euch mal wieder zusammen. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, war, dass wir dann gleich automatisch alles belagern, damit die keine neuen Einheiten produzieren können. So, das heißt, da einer hin, da sind jetzt zwei. Einer soll hier bleiben. Ja, ihr habt tatsächlich eine Festung gebaut, ey. Boah, sehr shit. Okay, dann können wir hier noch zwei Belagerungen schon mal mehr oder weniger einrichten. So, jetzt haben wir eigentlich schon fast alles da mehr oder minder besetzt. Toledo haben wir auch gewonnen. Könntest dann schon mal nach Madrid gehen für die Zukunft. Ja, ich frage mich auch, warum Aragorn da immer noch Krieg führt, denn im Prinzip kann er nichts fordern. Außer vielleicht Frankreich Sachen geben. Ah, Portugal hat Frieden geschlossen. Portugal nicht als wichtige Nation. Oh. Ups. Sollte vielleicht mehr Einschätzung neu einstellen. Geht. Dann warte nochmal. Ganz kurz. Was ist hier für eine Festung? 2. So. Hier geht dahin. Bis dahin. Und dann ist das alles geritzt. Großbritannien als Azteken. Ah, Aztekenreich lebt immer noch. Ich würde ja mal ganz gerne die neue Welt sehen. Ich weiß nicht, wann die einem als Muslim aufgedeckt wird, aber anscheinend dauert das noch ein bisschen. Galizien haben wir belagert. Und noch irgendwas? Da ist noch keine Einheit drauf. Muss mal fertig belagert, allerdings weiß ich nicht was. Wir vielleicht mal auf Gier zudrücken sollen. Ach, das da oben war das. Okay. Du schon mal wieder runtergehen und dann können wir hier unseren Militärzugang wieder aufkündigen. Kastilien will schon Frieden mit uns haben. Nö. Nö, nö, Kastilien, das hättest du wohl gerne. Marokko ist hier ein Chor drauf? Nö. Was hat eigentlich deine Armee hier gemacht? Die bleibt einfach stehen und macht gar nichts, alles klar. Das klingt gut für mich. Habe ich nichts dagegen. Kannst du gerne so weitermachen. Ja, also ich denke, dieser Krieg wird sehr erfolgreich werden. Ich werde auch zur Not noch eine Menge Diplopower reinhauen, um Kastilien noch ein paar mehr Provinzen abzunehmen. Aber mal schauen. Ich werde auf jeden Fall mal die ganzen andalusischen Sachen erobern. Einfach, weil das unsere Kultur ist. Okay, sie haben Frieden geschlossen. Kastilien tritt die Kernprovinz Prachanka an Portugal ab. Kastilien beendet die Vasalisierung von Dings und zahlt 200 Daten. Okay, wir haben alles unter Belagerung. Supi. Gut. Lagern wir einfach weiter. Da haben sie noch eine Provinz, aber die dürfte eigentlich nicht so irrelevant für uns. Gut, eigentlich können wir auf Stufe 4 stellen. Wahrscheinlich wird jetzt hier nichts mehr großartig passieren. Was
Seine Armee ist, glaube ich, auf dem Weg zu uns. Jupp. Na, jetzt ist mir auch klar, warum wir verloren haben. Zwar nämlich, weil er einen ziemlich geilen General hat. Arara schloss ein Militärbündnis mit Aragorn. Lagerung von Keuter und Sus gewonnen. Ist klar. Sammeln wir hier unsere Truppen schon mal wieder ein bisschen ein. Ja, dieser Krieg wird gediegen. Wir können eigentlich jemanden mit unseren 20 Transportern ein bisschen blockieren. Ich glaube nicht, dass sie noch Flotten haben. Ich denke, wir werden aber jetzt erstmal nur in der Iberischen Halbinsel größtenteils erobern, damit wir da mal einen Brückenkopf haben. Auch wenn das wahrscheinlich viel Kriegspunkte kosten wird. Entdeckungen alle. Prestige plus 1. Irgendwie sehe ich noch nicht alle, aber okay. Wenn du meinst, Spiel, dann ist das okay. Parsa. Frag mich ja, wie sich Portugal das überhaupt noch leisten kann, so eine große Armee zu haben. Ja gut, sie haben immer noch relativ hohe Einnahmen gerade. Oder ist das jetzt... Nee, das ist nicht ihre momentanen Einnahmen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie genau das da immer ist. Wäre mal ganz interessant zu wissen. Portugal. 65 Dukaten. Noch. Gut, sie kriegen ja alleine 28 aus Handel. Das ist schon mal sehr blöde. 12 aus Zoll. Und vor allem hat er auch super viel Geld. Das heißt, dass er hier tatsächlich was verliert, wird das eine Weile dauern. Und natürlich sind das ja jetzt nur seine Einnahmen, nicht sein Gewinn. Also leider kann man sich nicht anzeigen lassen, wie viel Verlust er macht. Das wäre wirklich äußerst praktisch. Da sind wieder Kulturänderungen am Start. Böhmen, Krieg mit Skandinavien. Wer ist eigentlich Kaiser? Böhmen. Wäre cool, wenn Skandinavien Kaiser werden würde. Oh Gott, ey. Mein Würfelglück mit Generälen ist heute echt schlecht. Sehr, sehr schlecht, um genau zu sein. 1% Revoltenrisiko nur. Ja, ich glaube, diesmal werde ich das Geld hier investieren, weil wir gleich alles an Pietät brauchen, um hier die Katholiken zu konvertieren. So, wir haben hier zwei Cores, oder? Ja, die beiden. Die können wir sofort dann auf jeden Fall mal zurückerobern. Und dann werden wir, denke ich, erstmal einfach die andalusischen Provinzen erobern. Problem ist jetzt wahrscheinlich, dass nach dem ersten Krieg hier schon direkt die ganzen Leute in die Koalition gegen mich gehen werden. Vielleicht sollten wir zumindest mit Aragorn mal schon mal die Beziehungen verbessern. Damit die nicht gleich in die Koalition gegen mich gehen. Die hat ein Handelsembargo gegen mich gemacht. Wuhu. Bin ich ganz traurig. Ach, belagert mich ruhig weiter. Ist mir egal. Okay, Portugal und Frankreich haben wieder ein Bündnis und das kann ich jetzt gleich brechen. Aha, guck mal, er will mich angreifen. Nee, doch nicht. Traust du dich nicht? Lassen wir die Einheiten erstmal alle so stehen. Was willst du denn von mir?
mir die Kernprovinzen geben, beenden die Vassalisierung von Abnagi und. Nee. Warum sollte ich die Vassalisierung von Abnagi beenden? Das ist mir doch vollkommen irrelevant. Vom Schnurzpiep egal. Na komm, nee, wir werden jetzt mal hier unsere Armee konsolidieren. Hier kommen wir alle dahin. Hier. Alle dorthin. Er hat hier weiter belagert, das ist okay. Wie sieht es aus hier mit unserer Kolonie? Sie ist noch am Leben. Noch haben sie nicht revoltiert, aber sobald sie revoltieren wird, wird die Kolonie halt gleich drauf gehen. Naja, was soll man machen? Ich hier einen Sturmangriff warte, mal warte ich noch kurz hier, bis die Armee in Reichweite ist. Nicht, dass er hier meint, er kann mich angreifen. Okay, so, wir haben fast, also wir haben ganz Kastilien belagert, zumindest mal das Gebiet hier in der Iberischen Halbinsel. Und es fehlt nur noch Lissabon gerade. Also da gehen wir mal blockieren, um das Ganze ein bisschen zu verschnellern. Schicken da mal Kanonen an unseren zwei Belagerungstypen hin. Ach Gott, ey, jetzt habe ich nicht mitbekommen, dass er hier mich angegriffen hat. Verflucht! Ist halt gut, wenn man sich solche Pop-ups eingestellt hat, wenn man sie dann nie bemerkt. Aber naja, kann man nichts machen. Aber wo war ja eine Goldprovinz? Das da, ne? Die sollte ich dann eventuell fordern. Die beiden Ansprüche sind bald fertig. Wir müssen so oder so noch warten, bis wir Lissabon belagert haben. Ah, wir haben gerade die Überlegenheit verloren. Ich habe mich schon gerade gewundert, warum wir auf einmal so wenig Warscore im Verhältnis haben. Jetzt joinen sie alle der Koalition. Ich sollte vielleicht mal aufhören, Ansprüche zu fingieren. Es gibt ein bisschen zu viel aggressive Expansion. Belagerung von Lissabon gewonnen. Sehr schön. Ja. Aragorn ist jetzt noch nicht gerade unbedingt ein Fan von uns, aber. Immerhin. Ich hoffe mal, sie gehen jetzt nicht gleich in die Koalition gegen mich. So, Kastilien. Unsere beiden Korps. Ist so viel Diplopower. Oh, das ist ganz schön teuer hier. Dann machen wir das so. Boah, gibt das viel aggressive Expansion. Minus 88 mit Aragorn. Oh je. Minus 44 mit Frankreich. Nicht gut. Nicht gut. Haben wir einen? Ne, natürlich haben wir keinen Diplomaten. Wenn ich das Ganze jetzt bei Portugal fordere, wie viel kostet das dann? 35 nur. Nee, aber das. Ich muss zwei. Mal Frieden schließen hier. Bündnis mit Savoyen, ist mir egal. Das hier, du gibst mir Geld. Das ist eigentlich
kein Bündnis mehr mit Portugal. Seltsam. Galizien freilassen? Nee. So. Ich sag, machen wir das mal nur so, sonst ist das echt zu viel aggressive Expansion. Dann lassen wir halt doch Galizien frei. Wirklich, wirklich blöd. Minus 48 mit Aragorn, minus 24 mit Frankreich. Ja, wir machen das jetzt erstmal so. Das ist einfach sonst zu viel aggressive Expansion. Das ist auch so schon abartig viel aggressive Expansion. Das ist so cool. Ah, ich erinnere mich wieder, das zählt als Kolonie. Das ist so lustig, deswegen kostet das so gut wie gar keine Punkte. So, jetzt haben wir Heiligen Krieg gegen Kastilien. So, Portugal. Wir nehmen auf jeden Fall mal. Jetzt wirklich diese Provinz zurückbelagert. Das ist aber uncool. Da müssen wir gleich einen Sturmangriff drauf machen. Weil ich will auf jeden Fall die Goldprovinz haben. Logischerweise. Weil Gold und so. Boah, er belagert uns einfach nur so schnell mit seinem Taktikvorteil. Das ist echt krass. Und natürlich mit seinem 3-Belagerungstyp. So, gib mir die Goldprovinz. Ja, das können wir alles auch später noch erobern. Obwohl, das gibt nicht so viel aggressive Expansion und kostet kaum Warscorber. Macht unsere Überdehnung ganz schön voll. Jetzt gucken wir erstmal. Gut, ich könnte natürlich jetzt, um mehr aggressive Expansion zu vermeiden, erstmal nichts von Portugal selber fordern, weil ich habe jetzt hier die Möglichkeit, Kastilien anzugreifen. Gut, Frankreich ist schon wieder Verteidiger des katholischen Glaubens. Naja, mal. Aber ich sollte vielleicht mindestens. Ah, ne, gegen Portugal habe ich sowieso so oder so immer einen Heiligen Kriegsgrund. Jetzt machen wir das erstmal so. Es gibt eigentlich fast keinen relevanten. Keine relevante aggressive Expansion und dann. Nutzt du mal die Provinzen hier an Marokko ab. So, und dann fordern wir mal. Oh, wir könnten so viel von ihm fordern noch. Wir könnten natürlich auch das gleich so machen. Dann könnten wir beim nächsten Mal gleich Lissabon wegnehmen. Aber wir können so oder so nicht Lissabon und Porto auf einmal erobern. Machen wir das lieber so. Beim nächsten Mal nehmen wir dann die drei und danach Lissabon. So, das gibt nochmal minus 45. Die werden sowas von in die Koalition gegen mich gehen. Aber ich muss sein Bündnis mit Frankreich noch aufkündigen. Fällt mir gerade auf. Dann können wir das doch nicht so machen. Boah, so viel Geld, ey. 1000 Dukaten. Das ist ganz schön cool. Einen Moment mal. So, das geht nicht genau. So, das würde gehen. Das würde auch gehen. Hm. Aber ich glaube, ich nehme lieber weniger aggressive Expansion und dafür lieber die 1000 Dukaten. Die sind nämlich ziemlich cool. Könnten noch Jolof in die Unabhängigkeit entlassen. Kostet mir aber zu viel Diplo-Power. Das hier könnten wir an Marokko verkaufen. Warte mal, wie viel Überdehnung haben wir? Null. Weil das als Kolonie zählt, glaube ich. Ist nur die Frage, warum zählt das hier nicht als Kolonie, aber das da schon? Das ist ein bisschen seltsam.
So, alle Bündnisse mit Frankreich aufkündigen. Kann ich Marokko die Sachen auch wirklich verkaufen? Die hier kann ich ihm nicht verkaufen. Ich könnte nur das da könnte ich ihm verkaufen. Nee, das ist kein guter Plan. Weil das kann ich ihm nicht verkaufen ohne diese Provinz, weil ich in der Lage sein muss, da einen Chor zu machen. Obwohl, ich kann normalerweise einen Chor neben meinem Vasallen machen. Aber ich glaube nur auf meinem Heimatkontinent. Nee, komm, wir lassen das. Lassen das. Ist mir zu gefährlich. Melilla an Kastilien? Nee. Schlechter Plan. Machen wir das einfach so. Zack. Überdehnung 98. Nicht schlampig. So, warte mal. Ich... Ah ne, wir können gerade eh nichts konvertieren. Ne, dann... Dann lassen wir das. So. Ja, Kastilien ist gleich mal in der Koalition gegen uns. Ich hätte so gerne einen Diplomaten. Wirklich, wirklich gerne. Aber okay. Wir haben unsere ersten Provinzen in Iberien zurück. Hui! Granada ist wieder unter unserer Kontrolle. Aber da kann ich meine Hauptstadt gerade gar nicht hin verlegen. Könnte ich auch so, glaube ich, nicht. Nicht nur wegen den Rebellen, sondern einfach, weil es nicht in unserem Kontinent liegt. Nicht auf unserem Kontinent. Und dann müsste ich alle indischen Provinzen aufgeben. Das ist kein so guter Plan. Lass mal ganz kurz gucken. Ja, 10 Jahre Waffenstillstand mit Kastilien. 15 mit Portugal. Okay. Noch 2 mit Algerien. Aber gegen Algerien habe ich noch keinen Anspruch. Aber ich könnte einen fingieren. Will ich gegen Algerien einen Anspruch fingieren? Oh, machen wir einfach mal, oder? So, dann bessern wir hier mal ein bisschen die Beziehungen. Weil wir wollen nicht unbedingt, dass hier noch mehr Leute der Koalition beitreten. Da sind schon genug jetzt drinne für meinen Geschmack. So. Ich würde eigentlich mal ganz gerne hier weiter innerhalb von Indien das machen. Konvertierung. Bis dahin, du bist dahin. Du kannst eigentlich per Shippy-Ship nach Alkrave laufen. Nein, Priyangarn. Nein. Kastilisch-Kanada. Für uns eher nicht so relevant. Was machen wir mit unserem Kolonisten? Na, erstmal können wir jetzt einen dorthin senden. Brauchen irgendwo Einheiten. Und jetzt hier mal 2 Einheiten. Sollte reichen, um hier eine Kolonie zu verteidigen eigentlich. So, koalitionsmäßig nur Kastilien. Also nur Kastilien, Algerien, Mali und Jemen, aber die sind eigentlich alle kein Problem. Solange da jetzt nicht ein Frankreich oder ein Aragorn oder ein Portugal joint, ist das alles nicht so tragisch. Rettet unsere Brüder in Murcia. Das wäre gegen Aragorn. Aber Aragorn ist verbündet mit Frankreich, Großbritannien und Portugal. Das ist nicht so cool. Was ist denn das hier für ein Krieg? Verteidiger gegen Frankreich, französische Eroberung von Liguria. Okay, alles klärchen. Ja, ich denke, ich werde jetzt hier erstmal diese Folge beenden. Das war doch mal eine coole Folge. Wir haben einen Großteil von unserem ehemaligen Staat Granada wieder zurückerobert und Teile von Portugal. Also, wir kommen langsam voran. Ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, euer Welet.